Im deutschen Maschinenbau herrscht Auftragsflaute. Für das kommende Halbjahr erwartet der Branchenverband VDMA daher weniger Umsatz und eine sinkende Produktion. Mehr dazu von Markus Gürnel aus der Frankfurter Börse. Alleine im Mai sanken die tatsächlichen Auftragseingänge um rund 10% gegenüber dem Vorjahresmonat. Zwar seien die Auftragspolster für die kommenden Monate noch groß genug, aber es sei bereits eine deutliche Veränderung zu spüren, so der Branchenverband VDMA. Vor allem aus dem Ausland wird weniger bestellt, -18%. Die Aufträge aus dem Inland legten zwar um 9% zu, aber nur dank mehrerer Bestellungen von Großanlagen. Insgesamt aber rechnet der Branchenverband mit sinkenden Erlösen in den kommenden Wochen und Monaten. Mit der wichtigen Branche Maschinenbau kommen auch andere Branchen der Industrie unter Druck. Insgesamt, so klagen Unternehmensvertreter, laufe das Geschäft so schlecht wie seit 3 Jahren nicht mehr.